Es freut mich sehr, Sie im Namen des Vorstandes des Motorveteranenclubs Liechtenstein, kurz MVCL, hier begrüßen zu dürfen. Und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Einen speziellen Gruß darf ich richten an unseren Regierungschef Ottmar Hasler und Gemahlin, an die Landtagsabgeordneten Monika Bereiter, Rudolf Lampert, Markus Bühl, Helmut Bühler und alle anderen Persönlichkeiten, die ich in diesem großen Zelt noch nicht gesehen habe. Nach einer Pause von knapp 4 Jahren knüpft der Motorveteranenclub wieder an die Tradition seiner erfolgreichen Oldtimer-Ausstellungen an. Ein erklärtes Ziel dieser Ausstellung ist die Darstellung von 100 Jahren Entwicklungsgeschichte im Automobilbau. Die ca. 160 Mitglieder des Vereins stellen hier an diesem Wochenende über 50 ihrer Fahrzeuge für eine einmalige Ausstellung zur Verfügung. Nun habe ich die Ehre, Ihnen eine besondere Attraktion noch vorzustellen, nämlich unsere Taxifahrten mit Oldtimern. Die Besucher haben die Möglichkeit, am Taxistand, das ist da vorne, wo der Eingang ist, wo sie Eintritt bezahlt haben, einen der vorhandenen Oldtimer auszuwählen und tagsüber oder abends eine Ausfahrt zu unternehmen. Schlaue lassen sich gemütlich nach Hause chauffieren. So kann die Ausstellung beispielsweise auch bequem per Postauto besucht und per Taxi wieder verlassen werden. Die Einnahmen aus diesen Taxifahrten werden vollumgänglich der Familienhilfe Schanplanken zur Verfügung gestellt. Ich bin nun am Ende meiner Ausführungen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Rundgang und darf noch mitteilen, dass für Unterhaltung und für das leibliche Wohl unserer Besucher und Besucherinnen ebenfalls gesorgt ist. Im Zelt nebenan stehen warme und kalte Speisen sowie Getränke zur Verfügung. Vielen Dank. Wir wollen jetzt schauen, ob sie wohlgesinnt sind oder nicht, oder ob sie in die Minderheit gehen, was sie in die Minderheit bringen wollen. Entweder ein super Gedöder, ja? Mach nicht, Waldi. Warum sagst du? Ja, der Dings hat den Zettel. Der Nostalgie, den ich auch mal komme. Oh ja, sind wir bei uns. Ja, ist schön. Das ist schön. Meine Damen und Herren, ich habe noch mitteilen. Ist okay. Ich habe gerade gehört, dass am 4. über 2 Uhr ich den Niedergang zu unserem Zelt an alle Das ist der Pilot und mein Kompagnon, das ist der Führer. Das ist der Ottmar Hürer, Regierungschef von Liechtenstein. Er hat einmal erlebt, dass man politisiert von den Zugfindern. Da ist es gut gegangen. Thank you.
Ja, Ottmar, es freut mich, dass du die Chance genutzt hast, mit unserem Oldtimer-Heli zu fliegen, der von der Armee kommt, Baujahr 57. Wie hat es dir gefallen? Also, zuerst hat es natürlich Überwindung gebraucht. Gell? Ich bin nicht so ein grosser Flüger, aber es war wunderschön. Also, die Aussicht war sehr schön. Er ist ganz ruhig geflogen. Und das Landen mal von oben zu sehen, ist schon beeindruckend. Wir wohnen wirklich schön. Ja, das wissen wir. Ich sehe das alle Woche zwei, drei Mal. Ja. Ich weiß, wie schön unser Land ist. Und darum sollte man sich eben langsam Gedanken machen. Gell? Ja, eben, ja. Ja, und man, ich will sagen, wir sind da, wir haben nicht mehr eine Einladung von diesem Verein. Wir machen da zwei, drei Flüge. Ich glaube, das dürfte kein grosses Problem sein. Was meinst du dazu? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es ist einfach ein Erlebnis und ich hoffe, dass es noch ein paar Leute geniessen kann, das Erlebnis. Okay, danke, Ottmar. Dank. Hoi, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Zweimal? Ja. My baby whispers in my ear. Als ich ihm Würstchen gab. Hormone im Geflügel, im Alkohol ist der Wien. Himbeereis mit Farbe schmeckt nach Medizin. Früher waren noch echte Vitamine im Salat. Statt Zucker für den Tee gibt es nur noch Zyklamat. Hey, guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Guten Appetit! Thank you.
allem in der Dashboard und du machst den so, yeah. With new pistols, clubs and sharks, I can get off my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon, grease like me. Thank you.
Tschüss. Ciao, ciao. Hier haben wir jetzt einen Bentley, Jahrgang 1956, der vor gut 30 Jahren ins Land gekommen ist. Und dann hat er die ersten 10 Jahre hat man den benutzt und gefahren. Und nach ca. 10 Jahren hat der Besitzer in die Garage ziehen, das ist hinter den Ecken hingestellt und verlattern und verwahrlosen lassen. Dann habe ich das Auto für ein Trinkgeld gekauft. Also wirklich für ein Trinkgeld. Ich bin dann mit ihm ins Nachtessen. Und dann war dann alles gesehen. Und nachher haben wir gesehen, jetzt sollte man das Auto restaurieren. Und dann bin ich 4 Jahre dran an dieser Restauration. Ich habe das Auto total zerlegt. Bis zur letzten Schraube. Ich habe es wieder frisch aufgebaut. Also Karosserie, alles war drin. Motorhosen. Dachhimmel, einfach bis zur letzten Schraube hat man das Auto zerlegt. Und das tun wir einfach für Familienhilfe schon ab Planken machen wir jetzt Taxifahrten. Wir tun den Betrag, der hier zusammenkommt, tun wir vollumfänglich der Familienhilfe zur Verfügung stellen. Und somit tun wir wieder einen guten Zweck für die Allgemeinheit.